So, Tag 2 geht los. Und ja, nochmal kurze Revue. Gestern zum SmackDown, oder gestern zu SmackDown, da habe ich das ein oder andere Match vergessen. Die United States Open Challenge wurde ja von Ludwig Kaiser angenommen. Und ja, das war ein ziemlich unterhaltsames Match, muss ich sagen. Also auch auf beiden Seiten. Die Halle war ja für beide, das ist ja klar. Ludwig Kaiser als, sagen wir mal, Lokalmatador. Und LA Knight hat sowieso ein richtig gutes Standing bei den Fans. War schon nicht verkehrt, sagen wir mal so. Ja, und ansonsten. Ja, ich glaube, das war auch nur das Match, was ich vergessen habe. Ach nee, der Street Fight. Der war auch ganz okay. Aber das hatte ich, glaube ich, schon gestern Abend schon gesagt. Und ja, jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Und dann machen wir ein bisschen Berlin unsicher. Shoppen hier ein bisschen, shoppen da ein bisschen. Gestern übrigens noch ein Yeet-T-Shirt gegönnt. Und nicht zu vergessen, ich war da. Ach nee, steht hinten drauf. Naja, egal. Der steht vorne. Ja. Einmal Hallo in die Kamera bitte. Okay, dann halt so. Naja, gut. Dann heißt es erstmal, auf geht's, ab geht's. Natürlich, an der Stelle sei auch nochmal gesagt, Kevin Owens verpasst, wenn denn Cody kein RKO, sondern ein Stunner. Ich weiß nicht, warum ich vorhin oder gestern Abend RKO gesagt habe, war bestimmt schon ein bisschen spät. Naja, wie dem auch sei. So, Frühstück haben wir jetzt gegessen. Ja, dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen frisch und dann geht's los. Zwischen Berlin und Sega machen. So, wir werden dann schon mal soweit. Umgezogen und rettig für den Bash. So, Tag 2. Fest in Berlin. Die Halle ist gut voll. Ich würde sagen, kann losgehen. Jetzt kommt Wade Barrett. Ich konnte auch gar nicht wresteln, der war richtig schlecht. Deswegen ist er auch Kommentator.
richtig gutes Match. Und bedeutend mehr Stimmung als gestern bei SmackDown, Alter. Was hier los ist heute? Und mal gucken, ob. Und mal gucken, ob wir am Backlash reinkommen. Und jetzt, pass auf! Die Quaut!
war nicht auf dem Match gerade eine Seite. Aber naja, besser als nichts, ne? Yeah.
Position. Ja. Ja, komm, rotes Lied jetzt hier, zack. Eins. Er drückt eins. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, ja. Mach keinen Scheiß ab. Ich will aber. Ich will aber. Nein, du gehst nicht. Will. Nein doch, nein doch. Nein. Nein doch. Oh. Papa! Los, komm, komm. Ran da. Los, ran da. Ja, pack. Zieh, pack. Da kann nichts. Da hört er wieder auf zu leuchten. Vorbei. So, jetzt Tag Team Match. Don Corleone auf Wüstenstein, Dominic Mysterio und Liv Morgan alias The Judgment Day gegen die Terror Twins. Ob er dann die Terror Twins gewinnt, mein bester Mann. Junge!
komm, ich helf euch. Oh nee. Lass das jetzt nicht wieder so enden, Alter, so ein Scheiß. Hör doch auf. So, Jeyuso, renn mit dir. Ach, komm, hör auf. Nee, bitte nicht so. Bitte nicht so. Nein! Ja! Nein, 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 nein. You suck, you suck, you suck, you suck. Pornodarsteller immer, Alter. Ich verstehe das nicht. Oh, guck mal, wer da hinter dir ist. Guck mal. Guck mal. Mami, 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 Mami. We are gonna kill you. Das ist awesome!
Das stimmt, das ist sehr solides Match. Eigentlich auch. Nicht nur so solide, sehr gut. Sehr gutes Match. Nichts mit den Warzen. Da hat sich ausgewatscht. Ja, ich habe bloß einen Weichwusch. Alles falsch, soll der Geld durch den Tisch gehen. Wir gucken mal. Ja, das steigt dann aus. Ludwig! Ja! Yeah! Yeah!
Pokal. Das ist echt gewesen, Alter. Titelwechsel in Berlin. Junge, dann hätte ich. Nee, ich weiß nicht, was ich mir gemacht hätte. Krasser Shit. Also bis jetzt richtig geiles Motorrad. Genau. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ah, gibt er auf? Randy! 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 Jetzt klappt er ab. Also den Tisch kriegst du nicht mehr umgetauscht bei Ikea. Da wird nichts mehr. Starke Sache. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Schon Sauerstoffzelt! Wir sind noch hier und Dingen. Und Big E und den anderen Kommentator und ja. Ah, da bleiben Blute. Will kann ich sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. War eine echte Ding gewesen. So. Kommen wir jetzt noch John Cena zu sehen? So, und der Tag danach und wir sind immer noch geflasht von dem gestrigen Ereignis. Also, der Bash war eine 1 mit Sternchen, kann man nichts sagen. Also kann man keine Kritikpunkte irgendwie setzen. Stimmung 1000-mal besser als am Freitag, also wo da die Hütte abgerissen wurde. Absoluter Wahnsinn, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt. Ja,
Und so die Matchpaarung alle für sich waren sehr gut. Also die Matches haben mir gefallen. Ich war auch, wovon ich sehr positiv überrascht war, war das Match Bianca Belair und Jade Cargill gegen Alba Fire und Isla Dawn. Also das war schon, ich hätte eigentlich gedacht, da wäre so eine Pipi-Pause, aber nö. Da hat Bianca mit Jade noch echt gut geübt im Performance Center. Kennt man sonst eigentlich gar nicht. Ich hatte ihre Moves und so hat Jade ziemlich gut dargestellt. Also nichts verbotscht. Also ich habe da nichts gesehen. War tipptopp. Ja, was nur zu erwarten war, dass Guter ja verteidigt gegen Randy. Also das war schon klar. Viele haben ja noch spekuliert. Laut Bild-Zeitung soll John Cena ja in Deutschland gewesen sein. Also ich habe keinen John Cena gesehen. Falls den noch irgendeine gesehen haben sollte in Berlin, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da keinen gesehen. Ja. Und ansonsten, was hatten wir noch? Achso, Cody gegen Kevin. War auch ein sehr gutes Match, muss ich auch sagen. Ja, das war ein perfekter Auftakt. Das war echt gut. Ich habe ja noch mit einem Heel-Turn von Kevin gerechnet. Aber es ist leider nicht passiert. Werden sich, glaube ich, für die USA aufheben. Ja, und das Match zwischen CM Punk und Drew war auch, also war echt solide. Ne? Da der Matchausgang für CM Punk ist oder war, ja, konnte man sich mittlerweile auch schon denken. Ein zweites Mal hintereinander wollte man, glaube ich, CM Punk nicht verlieren lassen. Aber ja, im Großen und Ganzen top. Achso, ja, ach ja, die haben wir auch noch vergessen. Ach du Schande, die Terrortins. Wir haben ja hier so ein Rhea Ultra da hinten. Ja, also das war auch richtig top. Ich habe nachher noch gedacht, zum Schluss nachher, wo die anderen Luftpumpen da zum Ring gekommen sind, dass dann nochmal für Liv und Dominik nochmal die Wende kommt, dass die nachher den Sieg kriegen. Aber letztendlich haben es Damien und Rhea dann doch geschafft. Und die haben auch eine Aura ausgestrahlt bei der, oder eine Präsenz, das ist Wahnsinn, ne? Es ist einfach nur krass, was die für einen Einfluss auf das Publikum haben, ne? Also die sind total over. Das ist Wahnsinn. Ja, perfektes Team. Und der Name passt auch ganz gut dazu, finde ich. Ja. Naja, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Unsere Züge fahren gleich. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Gerne das Video teilen. Schreibt mal eure Meinung dazu. Und ja. In diesem Sinne würde ich erstmal auf Wiedersehen sagen. Gibt nachher vielleicht noch einen kleinen Abschied aus Berlin. Mal schauen. Wissen wir noch nicht. Aber ja, in diesem Sinne reingehauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.